Hallo zusammen, ich begrüße euch. Ja, heute Morgen ist wieder der Happy Tree Day gestartet. Ich kann euch auch mal zeigen, was ich hier so alles habe. Ich habe jetzt bei einigen schon gesehen, dass sie ja die ganzen Felder voll mit Bäumen haben. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich habe nicht so viele Bäume und deswegen stehen bei mir auch so einige Stellen noch da auf den einzelnen Feldern. Wenn wir uns mal hier auf den Hauptacker begeben, da habe ich nicht so viele Bäume auch, viele, viele Ställe. Und hier auf der wilden Wiese habe ich jetzt ein paar mehr Bäume, aber auch jetzt nicht so viel. Deswegen bin ich in meinem Level 80 auch noch nicht so wirklich weit jetzt vorangeschritten, bis ja ins nächste Level 81. Ich hoffe, dass jetzt morgen früh dann beim Abernten der nächsten Bäume kurz vor Eventende sich da noch was tut mit meinen Erfahrungspunkten. Ansonsten ja. Ich werde mir aber deswegen jetzt nicht irgendwie Bäume anschaffen oder so und mir die kaufen. Ich könnte es zwar, ich habe einen recht hohen Moospenny-Bestand durch den letzten Babyboom-Tag, aber da weiß ich noch nicht, was ich damit machen will. Zumindest will ich mir jetzt erstmal keine Bäume kaufen. Mal schauen. Auf jeden Fall finde ich meine Farm deswegen, also die sieht aus wie Hulle, ganz schlecht. Mir gefällt sie gar nicht. Alles durcheinander und ja, auch diese ganzen Bäume nebeneinander, das sieht irgendwie nicht so schön aus hier. Ja. Dann habe ich heute entdeckt, dass das habe ich entdeckt, weil ich wieder nicht Superfutter, sondern Futter herstellen wollte. Das ist ja höchstwahrscheinlich den geheimnisvollen Stallmeister geben wird. Das habe ich dann auch nachgelesen. Das wird kommen am Wochenende. Ich habe das gesehen, als ich hier Futter herstellen wollte, dass es auf einmal zwei neue Futterarten hier gibt von Tieren, also Hamsterfutter und Adlerfutter. Da habe ich jetzt auch gleich mal angefangen, was zu produzieren, obwohl ich nicht weiß, ob ich überhaupt einen der beiden Ställe bekomme. Ich kann auch nur den Adler produzieren, weil mir die Aprikose fehlt. Ich habe alle Bäume außer den Aprikosenbaum und genau den braucht man fürs Hamsterfutter. Ja, das wird also nicht klappen, hier das schon mal vorzuproduzieren. Und auch wenn ich den Hamsterstall bekomme, ja, ich weiß nicht, was die Aprikose gerade am Markt so kostet. Mal schauen, ob ich mir die dann kaufe oder nicht und den Stall halt einfach so mal behalte, bis ich eine Aprikose vielleicht am Gift and Trade bekomme. Mal schauen. Ja, hier, da habe ich dann mal gesehen, wo war's? Mysteriöser Stallmeister und Mega EP-Tag. Das freut mich. Ich habe zwar beim mysteriösen Stallmeister nicht so viel Glück, eigentlich gar kein Glück, wie bei den mysteriösen Bäumen. Aber, ach, vielleicht kaufe ich mir einfach zwei von diesen Stallmeistern und hoffe, dass ich einen Adler und einen Hamsterstall bekomme. Hier kann man auch noch mal die Ställe sehen, die neuen Ställe. Hier der Adler und hier der Hamster. Ich war jetzt davon nicht so ganz begeistert, dass jetzt für die Hauptfarm schon wieder neue Tiere kommen. Ich ja finde auch irgendwie, dass der Hamster jetzt nicht unbedingt da so reinpasst. Das ist mehr ein Haustier für mich.
Er sieht süß aus. Ich finde auch die Hütte hier nicht schlecht. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass da oben auf dem Dach einer liegt und sich sonnt. Auch dieses Rädchen hier ist ziemlich süß. Und was der da unten macht, das weiß ich noch nicht so ganz. Ach ja, hier. Ja, das finde ich eigentlich ganz hübsch. Den Adler finde ich auch nicht schlecht. Aber ich hätte mir jetzt, wenn noch ein Stall kommt, oder ein neuer Stall kommt, dann eher, ja, vielleicht was für Bahamarama gewünscht. Also neues Tier für Bahamarama. Obwohl der Platz dann natürlich auch sehr eng ist. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo soll ich denn das alles noch hinstellen? Ich habe drei Felder. Bahamarama zählt ja nicht für die normalen Ställe. Wohin mit dem Ganzen? Also mir fehlt so ein bisschen noch ein weiterer Acker. Hier, wenn ich vier Acker hätte, wäre ich, glaube ich, sehr zufrieden. Damit kann man, glaube ich, sehr gut leben. Aber drei ist ein bisschen wenig. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wohin mit dem vierten. Aber da kann man sich ja sicherlich was einfallen lassen. Aber so einen Acker würde ich mir dann schon noch wünschen. Das fände ich okay. Weil wenn es jetzt nochmal zwei Ställe gibt, also wohin damit? Ja, steht alles voll und man will ja schließlich auch noch normale Sachen produzieren. Also hier das Futter, was man auch braucht. Und ja, ist schon ziemlich eng alles. Dann habe ich mir mal wieder Goldgulden gekauft und ich habe bekommen die Brieftaube, also das Brieftaubenei. Ich habe mir jetzt diesen Hut, diese Mütze nicht gekauft. Ich habe es mir kurz überlegt. Ich wollte dann mal schauen, was sie kostet. Habe es aber dann auf Anhieb irgendwie nicht gefunden im Shop und habe es dann auch gelassen und mich jetzt dafür entschieden, dass ich sie mir nicht kaufe und einfach abwarte, bis die 100, ja, jetzt noch 141 Stunden rum sind und dann ist es okay. Das habe ich beim Hausdrachen auch gemacht. Also da habe ich auch gewartet, bis er fertig ist. Den habe ich mir bei Renzos Jahrmarkt geholt. Das war das einzige Item, was ich da bekommen habe. Das war ja auch so das teuerste. Ja, also ich habe jetzt noch zusätzlich eine Brieftaube zu meinem Hausdrachen und dann habe ich ja noch drei von diesen Krähenbäumen und dann habe ich noch ein Eulenei. Ja, das ist für mich persönlich ja das beste Ei oder Haustier, weil das ja alle 30 Minuten aktiviert werden kann. Das fände ich sehr gut. Dann das Event, was momentan auch noch läuft, dieser Recyclomat, finde ich ganz toll, wie er aussieht. Also mir gefällt diese Grafik einfach. Sieht super aus. Ja, es ist mal was ganz anderes. Auch hier die Aufmachung mit diesem blauen Leuchtfarben, das finde ich sehr schön. Und das ist natürlich ein Event, wo man nicht anpflanzen muss. Das ist, ja, da freue ich mich total. Ich habe hier meine Sachen eingeschmissen. Und ja, die Batterien, die droppen ja. Und gerade jetzt beim Happy Tree Day sowieso. Also das finde ich toll. Ich habe nur, was ich nur ein bisschen schade finde, dass ganz oft hier Erfahrungspunkte landen. Ja, ich hatte einmal einen Zitronenbaum bekommen, aber ansonsten glaube ich immer nur Erfahrungspunkte. Und als ich hier gesehen habe, was es da alles zu gewinnen gibt, dafür finde ich es schon schade, dass ich dann irgendwie das Pech habe, immer so viel Erfa nur Erfahrungspunkte zu bekommen. Das ist auch schön, da freue ich mich natürlich auch, aber ich hätte dann schon auch gern bei so vielen Möglichkeiten dann schon auch gerne mal was anderes. Ja, aber grundsätzlich Big Point, super Event, ohne Anpflanzen. Ich finde es sehr entspannt und ja.
Dann wollte ich euch nochmal zeigen und euch gleichzeitig eine Frage stellen. Wie findet ihr denn die Größe? Da muss ich das hier mal einblenden. Ach nee, das brauche ich gar nicht. Wie findet ihr denn die Größe des Trompetenbaumes? Weil ich ziehe mir den jetzt mal hier rüber und vergleiche mal den Trompetenbaum mit allen anderen Bäumen oder mal mit denen, die daneben stehen. Der ist doppelt so groß. Ich finde, wenn man den aufstellt, sieht man die drei Felder, also eins drüber, eins links und ein rechts vom Trompetenbaum, die sieht man einfach nicht. Egal was da steht, das verschwindet einfach. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß auch nicht, warum sie den so groß gemacht haben. Der kam ja, der ist ja entstanden aus einem Event. Und die haben den ja dann beibehalten. Aber warum der so groß sein muss, das weiß ich wirklich nicht. Und ich habe die momentan hier hinten stehen. Ich hätte sie hier in der Mitte niemals aufgestellt. Ja, weil sie einfach so groß sind. Und kann man die nicht kleiner machen? Ich weiß nicht, was haltet ihr denn davon? Findet ihr die zu groß oder sind sie genau richtig? Das würde mich mal interessieren. Also mich haben die schon von Anfang an irgendwie gestört. Ich weiß auch nicht warum. Die Bäume müssen jetzt nicht unbedingt so klein sein wie hier diese Orangenbäume oder hier diese Quittenbäume. So dieser Pfirsichbaum, das hat doch eine schöne Größe. Oder der Zuckerahorn. Was mir auch gut gefällt, ist hier dieser Duftbaum, ja, oder Kirschbaum. Die haben eigentlich eine sehr schöne Größe. Aber dieser Trompetenbaum, der überdeckt mir immer alles. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, vielleicht, ja, kann man da mal was machen. Aber ich bin erstmal gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das findet. Vielleicht gefällt euch das ja ganz gut. Dann haben wir ja neue Items, und zwar die Hühner aus dem Russland-Event. Und das finde ich toll, dass man die jetzt als Items bekommen kann, weil die ja richtig gut gelungen sind. Also das sind, glaube ich, so meine Lieblings-Items aus den ganzen Spielen, die ich bisher so kenne. Aber was ich ein bisschen schade finde, ich habe mir die jetzt nicht gekauft. Ich weiß auch nicht, ob ich sie mir kaufen werde. Ich finde, die sind ein bisschen zu klein. Dadurch, dass sie so wirklich ganz schön sind und mir richtig gut gefallen. Ich habe die ja in groß gesehen beim Russland-Event, als sie vorgestellt wurden. Und jetzt sind sie auf einmal so klein. Ja, da sieht man gar nicht so die Details und das, was eigentlich das Schöne daran ist. Das finde ich ein bisschen traurig. Ich habe hier gerade auch ein bisschen, es hängt gerade. Ich wollte eigentlich mal zu den Hühnern gehen, zu den Items. Vielleicht klappt das ja jetzt hier. Wenn wir mal dann nach hinten gehen. Da müssten sie jetzt kommen. Ja, genau. Also, puh, für mich ein bisschen zu klein. Gerade diese Schapka-Hühner fand ich ganz toll. Das sind so meine Lieblingshühner gewesen aus dem Event. Und ich kann jetzt hier das nicht wirklich erkennen. Also man sieht schon, dass es die Schapka-Hühner sind, aber es ist recht klein. Und auch als ich gesehen habe, wie manche sie schon haben und aufgestellt hatten. Ja, es ändert sich nicht wirklich was an der Größe, wenn man sie dann hat. Deswegen mal schauen, ob ich sie mir überhaupt kaufe. Das weiß ich noch nicht. Ja, dann sage ich auch mal wieder Tschüss und bis zum nächsten Video.